auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Victor, ihr habt es nicht geschafft heute. Bitter jetzt, verdient, verloren, was meinst du? Wahrscheinlich nicht. Bitter, ja, verdient eher nie. Also ich würde sagen, es war ein glücklicher Sieg für Huchenfeld. Meiner Meinung nach hat der Gegner wenig angeboten. Gerade in der ersten Halbzeit müssen wir da 2-3-0 führen. Und dann wäre es nicht mehr möglich gewesen, das Spiel umzubiegen, denke ich. Dann mit dem ersten richtigen Angriff, nachdem wir zwei riesen Chancen vergeben haben. Das Tor kurz vor der Halbzeit. Nichtsdestotrotz, denke ich, waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Und dann gibt es einen unglücklichen Elfmeter. Ich bin der Meinung, ich bin da, will den Ball auf Schulterhöhe fast wegschießen. Der kommt mit dem gestreckten rein. Meiner Meinung nach ein Foul an mir. Schiedsrichter entscheidet andersrum. Wir waren jetzt nicht gerade gesegnet in den letzten Wochen mit den Schiedsrichterentscheidungen. Müssen wir so hinnehmen. Haben dann noch in der letzten 20 Minuten zwei Riesenchancen, wo ein Tor fallen muss. Und dann denke ich, hätte man wieder über Wasser gehabt. So ist es nicht gekommen. Und deswegen Glückwunsch an Huchenfeld. Die Deutsche Bahn hat leider etwas dagegen gehabt, dass ich pünktlich zum Spiel erscheine. Wollte mich nicht in Wilferdingen rauslassen. Ja. Deswegen musst du mir das Tor beschreiben, das schöne Tor, das du geschossen hast. Ja gut, also es war relativ früh ein Freistoß, gute Position, halb links mit rechts über die Mauer. War nicht mein bester Freistoß, aber der Tormann hat Schwächen gezeigt von denen. Ein guter Tormann hält den, lenkt den über die Latte. Und der Tormann wollte mit einer Hand drüber lenken, dann hat er ihn nicht richtig erwischt, dann ist schon in der Latte eingeschlagen. Ein Freistoß, ja, habe ich schon viele gemacht in meiner Karriere. Leider hat das Tor nicht gereicht, weil wir hätten nachlegen müssen in der ersten Halbzeit. Hast du euch in der Favoritenrolle heute gesehen? Ich wusste, dass wir eine spielstarke Mannschaft sind. Leider ist der Platz hier in Wilferdingen sehr hoch. Das ist ein bisschen unglücklich für ein Relegationsspiel. Gestern in Zöllingen war ich, da war ein ganz anderer Platz gelegen. Und es ist natürlich Huchenfeld zugute gekommen. Wenn der Platz hier gemäht gewesen wäre, hätte man mit Sicherheit unser Spiel besser aufziehen können. Nichtsdestotrotz ist so ein Spiel immer auf 50-50, denke ich. Weil da kann so viel passieren. Man sieht es gestern und heute auch wieder. Ein Favorit gibt es da meistens nicht. Ja, wie siehst du jetzt zum einen das Relegationsrennen, aus dem ihr draußen seid, wer wird es wahrscheinlich machen? Und andererseits, also zweite Frage, wie siehst du eure Chancen nächste Saison und ob ihr den Wiederaufstieg wieder anpeilen wollt? Ja, jetzt ist dann kein Wiederaufstieg mehr. Wir sind ja letztes Jahr abgestiegen aus der Landesliga. Die Saison war trotzdem gut. Wir wollten unter die ersten zwei Plätze kommen, auf jeden Fall oben mitspielen. Das haben wir erreicht. Leider hat es heute nicht sollen sein. Ich denke, für Huchenfeld wird es schwierig. Ich sehe da mal schon ein bisschen stärker. Habe ich sie gestern spielen sehen gegen Flehingen. Aber trotzdem können sie es packen. Und wir wollen nächstes Jahr wieder angreifen. Unter den ersten 3-4 auf jeden Fall lang. Und am besten sparen wir uns das Relegationsspiel und kommen direkt auf 1. Victor, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke ebenso. Bis dann, ciao. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.